Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Hotline Miami 2. Wir sind im Knast mit dem Typ, der die Geschichte erzählt hat, von seinen ganzen Anrufen und den Morden, die er begangen hat. Sprich dein Abschiedsgebet, Arschloch. Okay. Kann er nicht boxen. Was muss ich jetzt hier machen? Rennst du irgendwo hier dagegen? Ach du Scheiße. Okay. Ich habe ja nichts, was ich hier nehmen kann, ne? Oder muss ich nur lange genug durchhalten hier? Oh shit, also Mann! Warum kriegt denn der mich da immer? Ich kann aber auch nicht irgendwie rollen oder so. Gott. Wie lange muss ich denn hier noch durchhalten? Ah, da habe ich einen Knüppel, okay. Ah! Okay. Ich muss lange genug durchhalten. Ich darf nicht immer auf den drauf rennen. Okay, hier hinten kommt so ein Ding hin. Ah! Lass mich. Ah, der kriegt. Boah, was ist denn das? Was ist denn das für ein hässlicher Typ hier? Gott. Ich habe ja keine Chance hier auszuweichen. Das macht keinen Spaß hier. Jetzt bleibe ich hier noch stehen. Großartig. Ich bin ja vorwärts immer ein bisschen schneller als der rückwärts oder so. Keine Ahnung. Leck mich doch am Arsch. Okay, hui, schnell weg hier. Okay. Wo gehe ich denn lang? Oben oder unten? Scheiße, wie soll ich denn hier rauskommen? Okay. Jetzt trifft er mich auch noch. Okay. Kommt der denn her dort unten? War er jetzt tot? Gute Frage. Hab ich hier noch irgendjemanden stehen? Nö, nicht wirklich, wa? Okay, also ich muss wahrscheinlich aus dem Gefängnis.
Gefängnis ausbrechen. Warum habe ich mein Knüppel nicht mehr hier? Ja, kommt alle her, ja. Okay, gut. Ja, dort hinten muss mich noch sehen. Mhm. Gut. Steh auf, steh auf, steh auf. So, da ist noch einer, da sind noch welche. Ach, jetzt hat er mich natürlich genau getroffen. Ihr könnt alle mit nach hier unten kommen. Ich mache euch alle platt. Irgendwie komme ich schon aus dem Gefängnis raus. Okay. Sehr gut. Ah. Das ist ja auch nicht so einfach hier. Okay. So, die haben wir, die haben wir, die haben wir. Die haben wir auch alle. Sehr gut. Da unten ist noch einer. Oh nein, der letzte, der... Der letzte. Oh, und dann treffen die auch noch so gut, ey. Ja, es ist manchmal gar nicht so einfach. Okay, das Schwarze ist keine Waffe. Das Schwarze ist ein Taser, alles klar. Das Schwarze ist also ein Taser. Dann trifft der mich auch noch, ja. Komm her. Ach, der hat natürlich wieder eine Waffe dabei gehabt, ja. Ah, ich bin zu hastig. Kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Sehr gut. Der hier unten hat jetzt noch eine Waffe. Ich glaube, der dort oben hatte auch noch eine, ne? Und der hatte sogar eine Schrotflinte. Na, der hat mich gesehen.
Sehr gut. Oh Gott, kommt der mit einer Schrotflinte an? Nee, nicht wirklich. Okay. Shit. Ein gezielter Schuss und man ist platt. Ein gezielter Schuss und man ist echt platt. Aber okay. Dafür sind die ja da. Oh mein Gott. Okay, okay. Der dort unten rennt da noch rum. Der rennt auch noch rum. Sehr gut. Ach, ich denke immer nicht an den. Ich denke immer nicht an den, seine Schrotflinte. Komm her mit deiner Waffe. Okay, du bist auch noch da. Sehr schön. Der stand ziemlich ungünstig. Okay, der hat eine Waffe, der dort oben ist auch noch drin. Ach, und dann haut, kommt da einer, der mich einfach nur so umhaut. Sehr gut. Hi, ich habe einen falschen erschlagen. Großartig. Kommt mal her, ja. Ja. Kommt der dort oben mit der Waffe raus? Kann ich um leben. Okay. Sehr gut. So, jetzt aber. Kann ich jetzt nicht endlich? So, komm mal her, ja. Ah, okay, Flur clear, Gott sei Dank. Meine Güte, kann ja nicht so schwer sein hier. Halleluja. Ich will mich noch gegen Gefangene hier zur Wehr setzen. Großartig. Warum haben die Gefangenen Maschinengewehre? Das verstehe ich nicht so richtig.
So, du kommst von hier oben. Oh, Gott sei Dank. War ganz schön schwierig hier jetzt. Weiter geht's. Boah, wie komme ich denn gegen den Dicken jetzt an, ja? Okay, da ist noch ein Dicker. Wie kriege ich den platt hier? Oh mein Gott, das sind die Bekloppten ja, hä? Die kriege ich nicht so. Die kann ich nur. Ach shit. So. Okay. Sehr gut. Vielleicht mein Knüppel hier. Die sind so eklig, ey. Warum hat der da unten eine Schrotflinte gehabt in der Ecke, ey? Ja, und gegen den Dicken habe ich keine Chance, ja. Okay, Schrotflinte. Wie Schuss habe ich denn? 5. Okay. 3 Schuss habe ich noch. Das gibt's doch nicht hier, ey. Okay. Ich habe deine Pistole gesehen. Okay. Und dann bleibe ich an irgendeiner verschissenen Tür hängen hier, ey, das gibt's nicht.
Hundemist, verfluchter. Und dann kam der von unten rein. Yeah, geil. Der boxt nicht einfach, okay. Auch nicht schlecht. Und die machen mich einfach immer fertig. Okay. Okay. So. Haben wir jetzt hier oben noch einen Trainer? Mann! Ich glaube, die Gefängnismissionen hier, die sind echt heftig. Wie gesagt, gerade wegen den... wegen den Dicken da. Komm mal raus, ja. Du siehst mich doch, ja. Und er schießt mich. Toll. Bin schon viel zu lange hier und da. Dann kommen die so schnell angerannt, da hat man ja auch keine Chance dazu, irgendwie zu reagieren. So, den haben wir platt gemacht. Okay. Und dabei lief es gerade so gut hier. Jetzt holen wir uns den da oben. Müssen natürlich auf den Dicken aufpassen, der uns dann irgendwo sieht hier. Okay. Nur noch den dort kriegen. Und dann... okay. Sei. So. Und mal aufpassen, dass wir den Dicken erstmal erwischen dort oben. Die müssen auf jeden Fall erstmal weg. Die sind so fies hier. Boah, und dann kam der andere Dicke von unten, den habe ich nicht gesehen. Großartig.
Das ist so... Manches ist so fiese. Okay. Geh mal weg. Und dann schlitzen die mich auf. Yeah! Okay. Und der hat eine Waffe. Oh, das vergesse ich immer wieder, dass der eine Waffe hat dort oben. Habe ich den Dicken erwischt? Ja, den habe ich erwischt. Okay. Und dann fuchtelt er mit seiner komischen Glasscheibe und dann trifft er die nicht. Und der andere Dicke hin, ja. Okay. Sehr gut. Oh Mann, warum kommt denn der von oben hier ran und geht nicht unten durch? Ich hasse das, ey. Und dann kommen die so schnell um die Ecke gerannt. Okay, jetzt haben wir den dort hinten platt gemacht. Jetzt habe ich auch mein Knüppel nicht mehr. Okay, den habe ich hier. Oh Mann, leck mich doch am Arsch, ey. Ey, das ist doch nicht zum... Ist doch zum verrückt werden hier. Es hat der mir eine Trophäe gegeben, na klar. Vor allem hier tut ihn der Hand weh. So. Lass mal schauen, dass wir hier unten irgendwo weitermachen. Okay, das ist auf jeden Fall einer mit der Schrotflinte. Okay. Na, wird ja langsam Zeit. Meine Güte, das hat ja, glaube ich, lange genug gedauert hier. Bin ich schon wieder hier unten? Escape. Muss ich jetzt den ganzen Weg zurück hier?
Ja. Ich habe aber jetzt auch Polizeiuniform an, oder? Alles im Griff, wir evakuieren. Also ab durch die Mitte. Naja, gut, okay. Schnell hier rein und dann hoffentlich bringen sie mich irgendwo hin, wo ich in Sicherheit bin. Mann! Und danach, naja, da gibt es eigentlich nichts mehr viel zu erzählen. Wo gingen Sie nach Ihrer Flucht hin, wenn ich fragen darf? Tja, warum soll ich Ihnen das nicht sagen? Nach Hawaii. Und deswegen brauche ich auch Sie, damit Sie mir ein Flugticket besorgen. Das nicht für mich ist, es ist für meine Mutter. Ich mache mir große Sorgen um Sie. Sie braucht jemanden, der sich um Sie kümmert. Ich hoffe, Sie können sich dazu bewegen, hierher zu kommen. Verstehe, ich muss mal einen Kontostand prüfen. Ich werde das Geld schon irgendwie auftreiben, okay? Alles andere wäre nicht okay. Ich glaube, Sie wissen gar nicht, wie sehr Sie mir geholfen haben. Okay. Kann ich jetzt oder mein Buch weiterschreiben oder muss ich irgendwo anders hin? Lieber Evan, ich habe lange nichts von dir gehört. Ich vermisse dich, die Kinder auch. Ich glaube immer noch, wir können es schaffen. Aber ich kann nicht mit einem Mann leben, dem sein Job wichtiger als seine Familie. Ich liebe dich immer noch, du weißt du. Bitte ruf mich an, wenn du das liest, Sharon. Naja, ob das so gut ist, dass wir sie jetzt anrufen, aber irgendwas müssen wir ja machen. Okay, Katastrophe mit C geschrieben. Miami, Florida. Okay, Sie wollten mich sehen, Boss? Ja, wir haben heute Nacht einiges zu erledigen. Zum Beispiel, kennst du den Stripclub an der 77. Straße? Der macht morgen auf. Und? Der Schuppen gehört den Kolumbianern, veranstaltet heute Abend eine Eröffnungsfeier, nur für VIPs. Wie haben sie das rausgekriegt? Was denkst du denn? Ich bin eingeladen. Bringt eure Kanonen mit. Wir sorgen dafür, dass die Party ein Knaller wird. Sie wollen mit den Kolumbianern einen Krieg anfangen? Halten Sie das nicht wirklich für eine gute Idee? Sie haben unglaublich mehr Leute als wir. Nachdem mein Vater starb, kamen sie und klauten unser Gebiet und unser Geschäft. Denkst du, das lasse ich einfach so durchgehen? Aber ist jetzt ein guter Zeitpunkt? Ein besserer wird nicht kommen. Während wir Däumchen drehen, expandieren die. Und wir sind hier der Boss. Also, noch irgendwelche Einwände? Sie sind der Boss. Machen wir uns bereit und Abmarsch. Okay, das ist also der Mafia-Boss. Es könnte der Sohn von dem Typen sein, den wir hier gekillt haben, ne? Im ersten Teil. Ja, das Auto kennen wir. Na dann, steig mal ein. Und wir fahren zum Nachtclub der Kolumbianer. Rockdoll. Ich habe sowieso nur die Brille. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier im nächsten Part weiter. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Bis dahin, macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.